Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge No One Survived. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Kommentare, die ich bekommen habe. Wahnsinn, die muss ich erstmal alle durchlesen. Und ja, ich habe noch eine undichte Stelle hier im Dach. Die wurde mir ja zeitlich markiert in den Kommentaren. Danke nochmal an Shavum dafür. Und habe aber auch schon nebenbei heimlich so ein bisschen gearbeitet hier. Und zwar habe ich das Dach zu. Ja, es waren einfach ultra viele Querstreben und allerhand Streben noch nötig, um das Dach komplett zuzubekommen. Ich habe auch eine gerade Linie gefunden, tatsächlich. Nicht, dass hier einer irgendwie schief ist, außer der hier und der. Aber anders habe ich die nicht reinbekommen. Aber ich glaube, das Ganze ist jetzt zu. Das sollte der Plan sein. Jetzt gehe ich mal ganz kurz auf Dach gucken, wo ich denn doch die undichte Stelle da habe. Wie gesagt, man hat es auf dem Bild ganz gut erkannt. Da ist er. Und das müsste tatsächlich diese undichte Stelle sein. Na, kann man das mit einem Hammer und einem Querbalken dicht machen? Ich glaube eher weniger. Ja, oder das gesamte Austausch des... Manchmal will er jetzt legen, ne? Der ganze Austausch des Daches wäre deswegen nötig. Und ja, keine Ahnung, ob dann tatsächlich in diesem Gebäude angenehme Temperaturen herrschen. Deswegen... Weil man es ja wirklich erkennen kann, haue ich das mal um und schaue nochmal wegen Querbalken. Also wir dürfen definitiv ein Dach setzen. Das ist klar. Na, also man sieht's. Man sieht aber auch, dass es nicht passt. Das ist auch gut. So wird es wieder passen und wäre dementsprechend nicht undicht, oder? So wäre es zu lang. Es ist aber auch ein System, was der Entwickler hier eingebaut hat, ne? Was haben wir denn an Querbalkenmöglichkeiten noch? Also hier gar nicht, ne? Also hier ist kein Querbalken mehr möglich. Man kann Holz und Stein scheinbar unglaublich schlecht miteinander kombinieren, ne? Das ist echt eine ganz schwierige Geschichte. Aber wir hatten jetzt nicht die zu lange Variante, wir hatten die Variante kurz. Die zu lange Variante, wo snappst du denn jetzt da? Wäre die hier nicht, nein? Oh Gott, die wäre das. Aber dann überlappt sich ja eigentlich nur, ne? Mehr ist das ja gar nicht. Was habe ich noch da? Holzstockplanken können wir noch bauen, ist kein Problem. Und dann, weiß ich auch nicht, ob es wärmer wird oder nicht in dem Haus, weil hier, da ist genauso kalt drin wie draußen. Das ist ein bisschen hart. Oh, ich habe immer noch einen Hammer in der Hand. Oh, das nervt so derbe. Werf mal zwei Stückchen rein. Kümmere mich auch mal in der Zeit hier um ein paar Bandagen vielleicht oder sowas. Keine Ahnung. Obwohl, das ist falsch, ne? Bandagen wollen Stoff haben. Jo, falsche Option, Timmy. Falsche Option. Ich habe mich seit ein paar Folgen gar nicht mehr wirklich darum gekümmert hier. Um Neues zu lernen oder irgendwas. Ich bin nur noch am Kämpfen mit diesem Dach. Und puh, keine Ahnung. Also hier drin ist auch minus 21 Grad. Genauso wie draußen. Trotz Kamin zum Beispiel. Aber ihr seht jetzt hier zum Beispiel diesen Überhang. Der pottenhässig aussieht. Den man vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie verschönern kann. Irgendwie. Oh, nicht mit Schlagen, auf keinen Fall. Naja, wäre cooler, wenn der so unten ansnappen würde. Ne? Und da oben wird er nicht viel Sinn ergeben. Aber dementsprechend ist das Dach jetzt ja dann zu. Obwohl, so ganz schlimm sieht es gar nicht aus. Ne? Also wie gesagt, das sieht jetzt von oben wie folgt aus. Hammer erstmal wieder wegpacken. Wupp. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen, sorry, ein bisschen müde. Hier haben wir auch noch eine dicke Delle drin, ne? Wie man das gerade sieht. Oh Gott, das ist. Jetzt erkenne ich erstmal den Fehler. Da ist die komplette Schwachstelle gewesen. Oh nein! Okay, Schicksal. Ich nenne es einfach mal Schwachstelle, ne? Reiß ich es nochmal ab. Ja, Fall rein Zeugs, damit ich endlich sehen kann. Und schau mal, was wir da jetzt bauen dürfen.
was Dach betrifft. Also hier wollen wir keinen Überhang haben. Hier wollen wir den perfekten Übergang. So. Und hier kriegen wir auch den perfekten Übergang. Okay. Oh, nicht mal mehr Stöcker da. Ach du Kacke. Gut. Ja, wir bauen jetzt ja fleißig Steinäxte. Wurden mir tatsächlich sogar empfohlen, weil da hat man weniger... Man verbraucht keine Ausdauer. Also man verbraucht überhaupt keine Ausdauer. Beim Zerhacken. Ah, ich brauche... Ja, hier ist auf jeden Fall auch irgendwo noch ein Loch drin. Da kannst du einen drauf lassen. So. Na. Wir machen mal ganz schnell sauber hier. Ist ja alles Tierfutter im Endeffekt. Zap, 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 zap. Dann kommst du noch hier rein. Bissel Baumwolle mehr. Du kommst hier rein. Und dich tue ich auch mal hier rein. Ich weiß auch nicht, wofür du bist, Leib Peter. Keine Ahnung. So, ja. Oh, wir haben ordentlich Durst. Naja, man muss auch ein paar andere Sachen erledigen. Ist ein Survival-Spiel. Wirkt die ganze Sache schon etwas dichter? Also ich würde sagen, wenn man eine Etage oben drauf baut, dann ist es wirklich dicht. Interessanterweise geht das ja, ne? Der Brunnen müsste ja eigentlich zufrieren, wenn er... Ist ja kein fließendes Wasser, ne? Wo mache ich denn hier Blödsinn? So. Na. Verwenden. Und bitte abkochen. Wir haben ordentlich Durst und ordentlich Hunger. Ja, was passiert, wenn man sich nur um ein Dach kümmert, ne? Was haben wir denn Leckeres noch hier? Am besten warm. Wir haben noch Fleisch. Also ich könnte mir noch drei Steaks machen. Oder zwei, sagen wir mal, wollen wir nicht übertreiben. Das sieht auch schon ganz schön gammelig aus. Leider kühlt der Kühlschrank auch irgendwie gar nicht. Ne? Der hält die Sachen gar nicht frisch, obwohl der am Strom angeschlossen ist. Ja, also das ist hier Batteriebank 2. Der Kühlschrank verwendet Elektrizität 2. 100 Watt verbraucht er. Hier vergammelt ja alles an Essen drin. Es hält überhaupt nichts frisch. Oh, ich muss aufpassen. Eins habe ich versaut. Verbrannt, weg damit. Und ich glaube, mein Wasser... Das habe ich noch gefangen, ne? Ist auch nicht verdampft. Ja, man denkt nur noch an Dach, 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 Dach. Mann, das geht an... Man wird wahnsinnig, ne? So. Es ist noch nicht genug Futter. Er schneit hier rein, weil es ja ein Loch hat jetzt. Das Dach ist klar. Ich muss aber noch ein Käffchen kochen. Und das hier. Und warum komme ich denn nicht da dran? Wenn warm, schmeckt alles einfach besser. Ein verbrannter Kaffee. Hab ich versaut. Und ein Gemüseeintopf. So, konsumieren. Zweimal Wasser, Timmy. Das ist das Zaubermittel. Du wirst aber eine Tasse Kaffee haben. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen, will man noch eine Tasse Kaffee trinken. So. Muss, glaube ich, gar kein sauberes Wasser sein, ne? Und verbrannt. Ein Stück Fleisch, was es Kohlenhydrat und ein Protein gibt. Wird das Kaffeezeugs? Komisch. Seltsam. Aber was soll man sagen? Ist einfach so. Gut. Da ist die Tasse Kaffee. Gib mir körperliche Stärke, Motivation und Durst. 20% weg. So sieht das Ganze doch schon mal ein bisschen besser aus. So, immer noch nicht gut genug. Ruhe, schneid's volle Pulle rein. Ein Steak im Kamin. Das gute alte Kaminsteak, wer mag es nicht? So, aber diesmal warte ich hier ab, bevor ich hier was verbrennen lasse. Oh, hört mal, wie der Wind hier reinpfeift, ne?
konsumieren. Und es gibt kein Kohlenhydrate. Das ist natürlich doof. Es gibt ja Kohlenhydrate. 3. Soll man das vielleicht mal mit Wasser kochen? Was sollte das geben? Ein Kohlenhydrate-Tee? Weiß es nicht. Ja, ich kümmere mich sofort um das Dach. Das stört mich jetzt massiv, dass das hier so reinpustet. Wir haben wieder mal Sturm draußen, war ja klar. Sicherheitshalber koche ich nochmal ab. Weil es kann. Aber ich glaube nicht, dass ich ein Weizengetränk kriege. Ich glaube, ich werde irgendwas Verbranntes erzeugen. Mit den alten Weizen hier. High Protein 3. So, leider wieder alles. Das heißt ja eigentlich aufräumen. Na, okay, das heißt nicht, dass das in der Flasche landet. Muss ich jetzt einmal ausprobieren. Mal schauen, ob das ein Rezept ist. Ne? Warum auch nicht? Kann man ja auch mal machen. Aber es wird irgendwas Verbranntes werden, garantiert. Oder ein Brot. Okay. Das ist ein Brot geworden. Kohlenhydrate 20. Ich weiß, wie Brot gemacht wird. Ist das geil. So, schön. Hier läuft alles. Das müsste auch produziert haben. Fehlt es noch an Stöckerlis. Und auf jeden Fall an Fensterscheiben. Oder besser Fensterladen. Irgendwas will aber von mir. Irgendwas ist gelb. Die Hygiene, okay. Die dürfte eigentlich gar kein Problem sein bei dem Wetter hier, ne? Der schwitzt ja nicht oder so. Weil ja überall eiskalt ist. Wir haben alle, wie gesagt, alle eure Kommentare gelesen. Ich habe, ja, meinen Grafiktreiber immer aktuell, halte ich auf jeden Fall. Ist ja auch eine Empfehlung von der Entwickler. So. 5. Ja, die hält nicht viel aus. Aber es ist eine Axt. Ja, was immer jetzt auf Suche für Äxte gehen. Macht im Endeffekt auch keinen Spaß, ne? Spannchen geht's gut. Haben sich aber noch nicht vermehrt. Vielleicht eher im Frühling. Kann ich mir besser vorstellen. Da musst du in der Treppe hin. Gucken mal, ob wir das jetzt hier zukriegen. Nein, es fehlen Planken. Ich hasse es. Aber eigentlich klar, ne, dass sie fehlen. So, dann darf ich jetzt wieder einen Baum mir besorgen. Mach die Tür mal zu. Ich habe jetzt nach der Temperatur gar nicht geschaut, aber bringt ja noch nichts. Mal zu meinen Steinen, bring mal mit. Da hinten liegen, glaube ich, Stämme im Boden. Im Schnee. Kann man schon grob erkennen. Ja. Es sind Holzstock. Schön in Reihe. Fällig halt noch ein Baum. Ein bisschen Glück gibt's ja auch ein wenig Honig, ne? Gab's aber nicht. Die Tasche war ja leer. Ne? So, schön. Es ist 22 Grad, aber es wird so langsam wärmer, auch bei Sturm. Das ist schon sehr angenehm. Mein armes Tierchen. Den kann ich leider kein Feuerchen anmachen oder so. Null. Wir haben absolut kein Wasser mehr. Das ist nicht gut. Dann Tiere füttern. Und dann hier das Dach dicht kriegen. Ah, ich laufe immer in der falschen Richtung. Ungewohnt. Kriegen von mir natürlich nur feinstes abgekochtes Wasser. Nein. So. Wieder am Herd hier. Bin nur am Herd. Mann, was haben die denn gesüppelt die letzte Zeit?
Oder ist das da eingefroren jetzt? Glaube ich aber nicht. Das hätten sie sich trinken können, ne? Wäre nicht null drin. Ja, komm, Baby, mach. Zack, zack, zack. Das Tierwohl geht vor unser Wohl. Das war was anderes. Bisschen Futter, ein bisschen trinken. Ich komm zu euch. Ich komm doch. Oh, das war auch leer, ne? 5 Liter. Ja, da müssen wir aber ganz schön oft rennen. Wie gesagt, dann müsste das jetzt hier soweit fertig sein. Mir hat nicht gefehlt. Ach. So. Die ganzen Pöller, die man immer im Weg hat, ne? So, Fenster zu. Minus 15. Naja, kann es sein, dass es wirklich minus 15 draußen ist, ne? Minus 18. Ja, minus 19 Grad. Minus 15. Es wird wärmer in der Wohnung tatsächlich. Ich glaube, ich habe den richtigen Weg gewählt, der Dichtigkeit. Ne? Und natürlich auch der Kamin. Der spielt natürlich, glaube ich, denke ich mal auch eine Rolle. Auch wenn es hier nicht so aussieht, ne? Wenn ich hier die Tür zumache. Scheint das andere Dach genauso dicht zu sein. Müssen wir mal gucken, für gerade wir hier drin haben. Minus 15. Sobald wir rausgehen. Bleibt es minus 15. Minus 20. Okay. Wir haben es geschafft. Das Dach ist dicht. Es ist aber noch viel, viel mehr Wärmequelle nötig, um das Ganze fein herzukriegen, ne? Oh, die Tiere brauchen mehr Wasser. Ich habe aber leider hier Scheiße gebaut. Aluminiumbarren. Ein bisschen Flaschen her und Essen muss ich auch noch mitbringen. Muss ich ganz schön viel um die Tiere kümmern. So mit der Zeit dann, ne? Viele sind es ja jetzt nicht, aber. Aber es sind halt ein paar, ne? Oh, einer dauert aber lange. So, erstmal um die Tierchen kümmern. So, Dachschwachstellen erkannt. Also auf jeden Fall können wir hier noch Fenster zumachen. Das wäre supi wichtig. Das Wasser abkochen nervt so ein bisschen, muss ich sagen. Geht ja Gott sei Dank mit den elektrischen Herd relativ schnell. Schnell koch, koch. Und eins sollen die Tiere ja nicht sterben, ne? Aber wenn ich mich jetzt wasche, geht dort das zu lange. Da sofort happy. So. Ja, ich glaube, das Kochen hört automatisch auf, ne? Wir selber brauchen ja auch Wasser. Ne? Nicht nur die Tiere. Also hier drin ist minus 13 Grad jetzt. Draußen hat der Sturm aufgehört. Und ist minus 18 Grad. So, erstmal um die Tierchen kümmern. Ah, da soll man ein paar Flaschen herstellen, falls immer wieder welche verbummeln. Jetzt können wir mal 10 Liter herstellen und dann einmal den Brunnen für die Tiere voll bekommen. Weil allzu viel Wasser können wir uns eh nicht abkochen. So.
Schön. Scheiße, das habe ich Kacke gebaut. Scheiße. Mach ich denn jetzt? Wasser nochmal abkochen geht nicht. Wenn ich richtig in der Feldflasche reinkomme, dann trinken wir mal zwei Schluck. Mal saubere Wasser da wieder raus. Und dann sind wir auch wieder auf einem guten Wege. Bisschen durcheinander gekommen. Naja, bin gerade von Abel gekommen. Das entschuldigt einfach immer alles. Aber wer jetzt hier nicht durcheinander kommen würde, wow, Respekt. So, hier sind jetzt wie viele Einheiten drin? Drei. Passt doch alles überhaupt nicht mehr hier vorne und hinten nicht, aber ist egal. Ein Tier ein bisschen Wasser geben. Ich hoffe, dass bald der Winter vorbei ist. Winter ins Spiel ist einfach scheiße, da sind wir uns ja einig. So. Ja, ich kümmere mich um euch. Ihr merkt's hoffentlich. Ihr spürt meine Liebe. Und dann will ich mich langsam, aber sicher tatsächlich um Glas kümmern. Ich will eigentlich nicht eine Folge Wasser abkochen mit Timmy machen. Das sollte eigentlich nicht der Plan sein. Weiß nicht, wie lange das da drin bleibt, das Wasser, ehrlich gesagt. Mal schauen. Nicht blöd, weil die jetzt, ja, egal. Leer, ne? Nein, nochmal. Na toll. Dann koch mal nochmal Wasser, dann verdampft's. Schmutziges mit sauberem Wasser. Ah, da hätte ich auch reinziehen können. Mann. Weiß nicht, was ich jetzt fabriziert habe. Ich habe was rausgeworfen. Voll. Und eine Einheit noch. Und dann sind die Tiere komplett versorgt, kann ich die erstmal ja komplett links liegen lassen. Boah, wie gemein. War aber auf einen Schlag weg, ne? Aber mir war eh ganz komisch mit Loot nach dem Patch, Quatsch, nach den letzten Speichern. War alles leer. Ich hatte auch keine Honigwabe mehr. Alles war weg. Alter, haben wir viel Material, ne? Das ist echt gut. Das ist echt gut, ne? Was wir aber brauchen, ist Kalk. Tatsächlich. Das ist ein bisschen Tierfutter. Das kann auch wieder hier rein. Wir können einfach mal Tierfutter produzieren nebenbei. Soll er mal machen. Landwirtschaft sind wir bei Stufe 5 voll angekommen. Das heißt, das Gewächshaus Technologie ist freigeschaltet. Da bin ich schon so lange her. Da ist es. Dass wir dafür ja auch irgendwann mal einen Untergrund brauchen. Tatsächlich, ich weiß nur nicht, wie groß das wirklich ist. Das Problem. Ob das Steinsinn macht oder nicht, keine Ahnung. So zwischen. Ach, wie groß ist das? Das ist die Frage, ne? Also ich kann ja mal testen. Synthese, Gewächshaus ist relativ sehr groß. Geil. Auf dem Dach. Oh, das wäre natürlich episch.
Hat man ab und zu blau gehabt. Nee, so groß ist das. Wäre komisch irgendwie, oder? Auf da fände ich es natürlich voll geil jetzt. Wenn es rein zufällig genau die Größe hätte. Also das wäre jetzt ein Wunder. Dass ich mir damit eine Arbeit ersparen würde alleine. Scheiße, fuck, das passt da genau drauf. Nein, nein. Das passt perfekt auf dem Dach. Ich glaube, ich habe gerade die Erfüllung gefunden. Aber der Eingang scheint da zu sein. Meine Lebenserfüllung für mein Gewächshaus. Guck das an. Da ist ein Eingang. Da mehrere Eingänge scheinbar. Und braucht natürlich unglaublich viel Glas, ne? Das ist ja das Problem. Empfindliche Teile, 10 Werkzeugkasten. Nichts da von allem. Also wir haben eine Menge auf Lager, keine Frage. Aber nur das Kalkzeugs fehlt uns natürlich. Natürlich Gammelfleisch. Einmal ganz kurz reingeschaut. Also Plastik, braucht man da Plastik? Das ist die Scheiße, das ist ja Alzheimer. Der produziert noch Strom, muss eigentlich gar nicht, macht aber. Das kann nicht sein, ein Gummi fehlt, ne? Ey, das ist so doof. Die Teile. Das ist natürlich immer ein Weg, den man rennen muss, ne? Wie viel Grad haben wir hier drin? Minus 6. Es scheint dicht zu sein. Draußen haben wir definitiv kälter. Minus 10. Also wir haben das Dach wohl irgendwo dicht bekommen. So, es steht fest, es wird jetzt hier gebaut, ne? Das Gewächshaus. Ach, nur 5 Gummis, okay. Das ist schon mal geil. Das ist schon mal super, was wir da zusammengestellt haben. Muss halt über die Treppe dahin, aber ist ja egal. Ist ja nicht so ein Ding, wo man alle 5 Minuten gucken muss. Cool. Mach mal ein paar Latten. Das größte Problem ist Glas. Keine Frage. Glas kostet am meisten. Und das ist dieses dumme Kalk. Also Tapete habe ich, Steine habe ich, wunderbar. Spitzhacken habe ich. Ein Glas kostet halt 4 Kalksteine. 4 Kalksteine. Kann null herstellen. Ein Glas kann ich herstellen. Ja gut, da brauche ich gar nicht erst mit anfangen jetzt. Einmal mit rein. Spitzhacke ist ja safe. Mordig warm. Dass ich ein Auto habe. Was habe ich denn da im Kofferraum aktuell? Ersatztreibstoff. Plastik war auch noch nötig. Das wäre auch noch Gummi drin gewesen. Oh Mann, die Kalkhöhlen. Die Kalkhöhlen waren hier oben. Da ist auch irgendwo ein Eingang. Ich weiß, ich kann F drücken, aber ich genieße das immer. So, Werkzeugkästen und einfache Teile. 2 am Arsch. Die hole ich jetzt schnell. Eine coolen Rolle. Also, hier haben wir so viel. Okay. Ja, und dann Glas, meine Lieben. Glas und das Gewächshaus ist ready. Das heißt, Kalkhöhle
auch den richtigen Eingang finden, denn ich war noch nicht bei dem richtigen Eingang. Ich habe zwar Kalk gefunden. Und einiges an Werkzeugkästen müssen her. Unser Zustand selber ist in Ordnung zum Losmarschieren, nur unser Munitionshaushalt ist shit. Das heißt, wir können, wenn wir Glück haben, irgendwo so eine Waffe mal farmen. Stöcker hier rein, dann bleibt die Munition hier drin. Latte da rein, da. Ist ja Latte mit der Latte. Fahren wir Richtung Kalkhöhle, ne? Bester Weg wäre rückwärts. Boah. Klotziges Fahrzeug. Alter, das wird so geil. Das wird so mega. Gut, dann sehen wir uns an den Kalkhöhlen. So. Allzu weit sind sie nicht weg. Hier haben wir auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Ein Händler. Hier war noch ein Händler. Da kriegen wir noch ein bisschen was rausgeangelt, um zu tauschen. Da habe ich jetzt. Mist. Gar nicht dran gedacht, an die Zombies. Weil ich gar keine gesehen hatte. Aber zwei würden mir ja ausreichen. Mein Auto in Ruhe. Würden Zombies. Ich habe nicht mehr so viel Schuss. Er ist aber auf jeden Fall tot. So, wir müssten eventuell mal auf Melee-Waffe wechseln. Ich schleppe sie ja unten mit rum. Das war ein bisschen gefährlicher. Aber getestet habe ich das ja auch noch nicht so richtig. Bei so harmlosen Zombies wie denen hier zum Beispiel. Naja, geht ganz gut. Weiß ich, was er hinten überhaupt anbietet und. Ich loote die zumindest jetzt gar nicht. Gibt's was für Mampfen? Oder zu rauchen? Alles ab in der Tasche. So. Schön. Noch mal ein Reparaturwerkzeug machen. Unsinn mitnehmen. Treibstoff, Treibstoff, Treibstoff. Naja, das können wir alles im Generator werfen. Guck mal, eine schöne Rücksitzbank. Elektrische Nähmaschine. Thermischer Stromgenerator. Müssen wir das schon haben. Wachst geh nicht. Ist sogar kein Händler hier. Der Händler, der kommt erst noch. Ach du Jemine, hier bin ich in irgendeine Stelle gelandet. Wenn ich looten wollte. Na, passiert. Paar Rüben einhauen kriegen wir hin. Solange es nicht irgendwie ein Explosionszombie ist. Haben wir gleich was im Kofferraum. Da kann ich nichts dran machen. Hier sind schön Kisten drin. Aber mit uninteressanten Sachen. Für mich jetzt momentan. Na, was prügelst du hier? Machete geht voll klar, ja. Ach, das ist ein reparaturbedürftiges Auto, okay. Safe. Hoffentlich lassen gerade mein Auto in Ruhe. Aber das ist so viel Sprit hier, das ist doch nicht normal. Ist viel zu schwer jetzt. Jetzt haben wir zu viel Sprit. Für Sprit.
ein Landwirtschaftsscheiß. Braucht doch keiner. Ach, hier ist auch ein Bauernhof, okay. Na, da hätte ich mich mehr über Werkzeuge gefreut. Als. Oh, wieder was vergessen. Da ist ja noch was mit Gewicht. Da war ja noch was mit Gewicht. Und da die Zombies jetzt wieder neu spawnen, weil sie ja Bock drauf haben. Müssen wir nochmal die Rübe Aua einhauen. Und ein mehr, den ein weniger. Na gut. Ja, ganz schön nah an meinem Auto, verdammt. Alle einfach los. Mein Auto geht's gut. Da bin ich aber ein bisschen verguckt, einfach nur, ne, weil die Straßenlagen hier schon relativ seltsam sind. Da ist der Händler. Ich weiß nicht, was der hatte. Keine Ahnung. Solarzellen. Filterkartusche und das hier so Adrenalin. So ein Virenblocker, den kriegen wir bestimmt getauscht. Penicillin, falls wir uns mal wieder infizieren. Den Mist können wir selber herstellen und ja, 300 Watt. Oh, jetzt nicht. Dafür kannst du haben Benzin. Baumwolle. Ah, bringt nichts. Das Benzin bringt ein bisschen was. Eine Kippe. Ich verstehe das hier nicht so ganz. Es tut mir leid. Boah, jetzt haben wir aber wirklich viele Autoteile. Aber da steht er gar nicht so drauf. Wie sieht es denn aus mit schönes Plastik? Mag er nicht. Schöne Eisenklumpen. Oh, Eisenklumpen gehen gut. Ein Schuss. Zwei Schuss Schrot. Die warte ich lieber. Der ist nicht so der Munitionstyp. So ein paar Eisenklumpen. Scheint ja ganz gut zu gehen. Na, eigentlich nicht, ne? Na? Wir werden gewichtlos. Und kommen den Handel gar nicht näher. Null, nada. Auch Machete will er nie haben. Mein Schrofhinter sagt er bestimmt nicht nein, ne? Da sagt er sofort nö. Er ist auf kein Waffenfreak. Werkzeugfreak. Alter, was will denn der für so einen scheiß Spritzer haben? Walter, leck mir am Arsch. Das hat gar nichts zu nehmen, was ich hier mitnehme. Dann lass bei mir alles im Kofferraum. So, also einzeln ziehen. Mann! Und Kalk holen. War nicht da zum Handeln. Ja, haben halt kein gutes Verhältnis miteinander. Was soll man machen, ne? Gut. So. Kalkmin, genau über dem Händler. Das ist jetzt nicht gerade so der Pickup, den wir gerade haben. Also das Fahrzeug fürs Gelände. Aber da gibt's. Es ist ja eine Mine, ne? Und ich gebe. Da ist bestimmt ein Krabbler drin oder so. Ihr habt mir den Minengang schon mehrfach markiert. Jetzt weiß ich aber trotzdem nicht mehr. Ich hab's vergessen. Ich fahr's einfach mal ein bisschen rum. Find den schon. Fleisch. Meine Nase. Wir waren ja auf so einem Militärgelände, da haben wir ganz viel Kalksteine geholt. Aber es gibt halt richtig eine Kalkmine. Oder Höhle. Sieht schon sehr verdächtig danach aus.
Machete habe ich. Na, Batterien hatte ich doch nicht mitgenommen, okay. Hoffe, dass ich hier an der richtigen Adresse bin. Ah, das war die einzige Pickaxe, die ich hatte, wa? Nein, ist doch kein Kalk, Blödsinn. Normaler Zombie. Das ist schon mal wieder interessant hier. Aber meine Tasche ist voll. Aber das ist Kalkstein. Also das ist diese Kalkhöhle also. Boah, ich möchte mich in dem Tempo echt nicht fortbewegen. Also eine gute Idee ist, hier mit dem Auto reinzufahren. Dafür die Geschwindigkeit auf jeden Fall. Ja, mit vollen Taschen natürlich reingelaufen, wie immer. Also sieht sehr unnatürlich aus, die Höhle. Oh, der Zombie ist weg. Danke, Zombie. Alles, was ordentlich wiegt, weg. Na, das Wasser ist eh leer. Was weg ist, ist weg. Sagen wir mal so. Solange kein Krabbler vor unsere Nase hängt, das sieht nach Kupfer aus. Na, mir fehlt es an Energie wieder. Kupfer, wir haben auch noch mehr eingesammelt als vom Kupfer. Deine. Schon die richtigen nehmen. Meine werfen sofort raus. Fressen nur Gewicht. Das weiß ich nicht. Das sind einfach nur blöde Klumpen. Vier pro Scheibe. Es ist echt ganz schön teuer, ne? Vier pro Scheibe. Müsste den Rest eigentlich alles fast gut haben. An den Rest kommt man ja auch locker dran. Das sind 40 für 10. Alter. Warum 160 mal Kalk? Nach meiner seltsame Berechnung wahrscheinlich. Ja, mit so einem Zombie komme ich noch locker klar. Deine. 30. Das ist doch nix. Wie lange soll ich denn da sammeln, bis ich Glas zusammenkriege? Habe ich mich da verkalkuliert? Oder verguckt vielleicht? Aber jetzt habe ich ordentlich Kalk. 30. Dass man als Mini-Waffe nicht hinten equippen kann, das nervt. Ich muss ja nicht immer so losballern. Was war mit ihm denn? Alten Minenarbeiter. Stark. Okay. Das ist kein Kalk.
Auto steht unbewacht in der Höhle. Und es spawnen, ja, wie sie Bock haben, Zombies. Na, körperliche Stärke, wir müssen echt einen Bubu hinlegen. Ob er das als Hindernis hier reingelegt hat, also ist auf jeden Fall nicht abbaubar. Geräusche. Packe ich direkt neben Kalk? Hätte ich doch gesehen. Naja, war ja mein erster Kalkun wahrscheinlich. Super. Mal falls Zombies überfahren, wenn es geht, ne? Aber nicht vor dem Brocken hier. Das ist Kalkmine. Gefällt mir jetzt schon nicht, wenn man so viel dafür braucht. Noch neu jetzt da. Ich bin nicht doof, oder? Jetzt zurückfahre habe ich wieder neue überall. Alter. Ja, wir kommen aber auf unsere Kalkmenge. Schneller als ich erwartet habe tatsächlich. Kalk ist nicht schwer. Scheint Tag zu werden. Hier drin. Ja, es wird Tag in der Mine. Super. Ich bin noch sehr einstürzen können. Das, da ist so Kalk. Ich werde gleich echt wenden, weil ich echt Angst habe vor einem Krabbler. Ich kann mich nicht verteidigen. Außerdem macht die Pickaxe sowieso nicht mehr so viel mit. Das hier rechnen, Leute. 30, 60, 90, 120. Also 30, 60, 90, 120. Ist faul. Oh, der war aber nah. Den habe ich nicht gesehen. Ich wusste nicht mal, dass man Kalk für Glas braucht, ehrlich gesagt. So. Gott sei Dank easy Zombies hier drin. Augenscheinlich. Die haben unglaublich Spaß daran, auf dein Auto rumzuhacken, die blöden Zombies. So. Dann mache ich gleich mal eine Speicherung. Steine raus, einmal speichern. Perfekt, erfolgreich. Also ich verliere sofort den Überblick, muss ich zugeben, wie viel ich schon habe. Ich hole mir nochmal einen Klumpen. Und der, da ist er ja. Weil gleich machen wir meine Pickaxe auch nicht mehr mit. Man sammelt auf jeden Fall nicht wenig ein, also man sammelt eine Menge ein.
30, 60, 90, 120, 105. Oh, wir haben auf jeden Fall genug. Wir haben auf jeden Fall genug, um nach Hause zu fahren. Hätte schlimmer erwartet jetzt. Gott sei Dank ging es doch ganz gut. Ist erstmal raus aus dieser Kalkhöhle, wo man auch noch andere edle Metalle herkriegt. Was wir da brauchen, ist mit Sicherheit Lehm. Der Kalk ist immer wieder neu gespawnt. Nur wo wir kurz weg waren, da. Okay, die ist unergiebig. Nee, nicht unergiebig ist das falsche Wort. Unerschöpflich. Mann, dieser Winter, er hört nie auf. So, erstmal eine Route nach Hause finden. Das ist eigentlich, das ist eine Straße, so sieht es aus, das ist aber das Schienennetz. Wir hauen uns hier auch keinen ordentlichen Damage rein, das ist auch ganz gut. Den Rest, den kriegen wir locker zusammen. Eine Frage. Ist die Straße? Glaube ich. Da waren wir gerade looten. Ist echt seltsam, der Straßenverlauf hier. Wollte ich nicht fahren. Ah, die Straße. Was? Okay. Dann sehen wir uns gleich zu Hause. So, sind wir gerade bei der Stadt vorbeigefahren. Also kurz vor zu Hause. Wenn wir hier noch einen Lehmklumpen finden würden, würde ich den auch noch gerne mitnehmen. Einfach nur so aus Spaß. Just for fun. Ich bin an 8000 Stück jetzt vorbeigefahren. Und jetzt sehe ich natürlich keinen einzigen mehr. Denn die Region, wo wir wohnen, sehr lehmarm. Warum auch immer. Naja, müssen wir mal gucken, wie wir holen müssen. Diese Glasfischung wird eh eine Weile dauern. So, ja, dann ab in der Tasche damit, ne? Würde ich sagen. Mit dem guten Kalk. Der echt nicht schwer ist. Okay. Bisschen schwer. Das müssen wir jetzt mal ertragen. Du hast dann aber auch. Naja, war ja auch ein ganz schöner Weg. Minenarbeit etc. Hier drin haben wir nur minus 1 Grad. Obwohl die Tür da auf ist. Er erschöpft total. Da ist der Ofen. Da war auch schon Kalk drin. Also, keine Ahnung, wie viele Scheiben ich jetzt hier schon darf. Ich habe total den Überblick verloren. Glas. Er braucht Steine. Wir brauchen. Das ist ja eine Lachnummer für uns. Macht sogar noch die Pickaxe mit. Oder wenn ich das heute fertig kriege, dann lache ich mich tot. Ich hätte gedacht, das dauert eine Ewigkeit. 10 Werkzeugkästen werden natürlich noch ein bisschen tricky, ne? 30 Glas. Das hart. Noch ein bisschen Lehm. Oh, ist er hingefallen, hoppala. Brauchen aber erstmal was zu trinken. Gehört mit dazu. Ach, hab noch 15 in der Tasche. Dann kochen wir mal wieder Wasser ab. Leer, leer. Also, wenn wir jetzt mal gucken. Glas. Wir brauchen zweimal Stein. Da brauchen wir 40 Steine. 5 haben wir drin, 10 haben wir knapp drin. Brauchen wir ordentlich Steine und wir brauchen nur ein bisschen Lehm, also. Was habe ich gesagt? Das ist 40 oder 30? Mein Gott, ey.
Manchmal glaube ich, habe Alzheimer. Wir können mal eine Runde schlafen, bevor wir das machen. Spielt wie Flasche leer. Vielleicht schleppe ich die ganze Zeit Munition mit, die ich gar nicht brauche. Einen bescheuerten Helm. Aber er schützt mich. So, körperliche Stärke, Timmy. Körperliche Stärke muss her. Schaffen wir in 4 Stunden schlafen. Ist auch als Wiederherstellungspunkt schon festgelegt, ne? Also. Wir haben Plus gerade hier drin mittlerweile. So, körperliche Stärke ist ja da. Im Essen hapert es immer noch ein bisschen so, ne? Und ich gebe genau das nicht, was ich brauche, ne? Das ist egal. Verrottet sowieso bald. Hier habe ich nichts hergestellt bis jetzt, außer vergammelte Lebensmittel. Okay, irgendwas haben wir hergestellt. Leider vergammelt. Und jetzt geht's los. Jetzt brauchen wir Steine und Lehm. Ah, fuck. Und so die Ressourcen, die Startressourcen, die man so sammeln muss. Ach, ist so langweilig. Aber mit dem Auto geht es wenigstens einigermaßen. Nicht da, wo die ganzen Zombies sind, wo sich Tiere nicht überfahren. Fahren erstmal ein Stück weg von denen hier alle. Dann sind wir nämlich hier. Jolt richtig. Hoffe, das macht die Pickaxe echt noch mit. Brauchen nämlich einige Hiebe, unser Lehm. Aber wir brauchen nicht viel. Wir brauchen nicht viel. Und 2 Lehmklümmchen. Ein paar Steinklümmchen. Naja, die macht nicht mehr lange mit. Shit. Ich sammle aber nicht mit der Hand Steine, ey. Da habe ich keinen Bock drauf. Vielleicht, wenn wir einen Stein kaputt kriegen. Wow. Ich weiß nicht, wie weit die weg sind. Mist. Habe ich natürlich nicht einen Stein in der Tasche. Und keinen Stock, ne? Einmal mit der Machete. Das wollte ich nämlich sowieso mal ausprobieren. Diese Dinger hier zu hacken. Stöcker sind damit dann schon mal erledigt. Müssen nur einen Stein finden. Sieht man oft erst aus der Ferne und da verschwinden die mal so unterm Schnee. Das ist echt fies am Winter hier im Spiel, ne? Im Auto ist okay, ja, ne? Läuft jetzt ja, Blödsinn. Mal komisch aus. Steinspitzhacke bauen. Steinspitzhacke. Ich brauche dafür nur Stein, dass ich Stein kriege. Was für ein Schwachsinn. Ja, ist das doof. Also, wisst ihr, wie viele Steine hier wahrscheinlich um mich herum liegen? Vielleicht mit der Machete mal versuchen. Oder mit der. Wenigstens ein paar Steine. Ich finde jetzt keinen einzelnen Stein. Boah, ich bin kaputt. Weil es nur eine doofe Eisenmachete.
Halb? Sieht nicht gut aus. Also, dass ich auch einen Stein im Kofferraum habe, ne? Aber jetzt was habe ich, glaube ich, weggeworfen. Dann wird es angefangen, das muss ich zu Ende bringen. Das wird mit Messer gemacht. Also kannst du jedes Werkzeug für alles eigentlich benutzen. Das ist ja ganz cool. Nur natürlich dementsprechend weniger Damage macht. Ne? Was habe ich jetzt? Proteinmangel. Ich mache gleich Bam. Mit den letzten Zügen. Hoffentlich geht es mit dem Messer. Ja, geht auch. Sogar besser. Wir haben Steine. Komisch, wir wurden viel moderner und sind primitiver mit unseren Werkzeugen geworden. Guck mal, das kostet echt keine Ausdauer, ey. Richtung Auto arbeiten. Sogar Ausdauer wieder. Aber das ist irgendwie, wie kriegt der Durst? Ich glaube, das verstehe ich auch von oben. Viele sind auch nicht mehr drin. Speichervorgang erfolgreich. Vielen Dank, Spiel. Wir sind ja nicht weit weg von zu Hause. Ne? Wir sind ja gleich wieder da und dann können wir direkt die Produktion im Gang setzen. Kann aber bei solchen Mengen komm ich durcheinander, muss ich sagen. Aber kann ich nicht mitzählen. Ist alles so richtig ist oder falsch. Oder ob ich jetzt noch mehr Steine oder mehr Lehm brauche. Ich glaube, Kalk habe ich genug. Darum ging es mir. Der Rest ist, wäre jetzt ja nur eine kleine Nebensache. Oh, das sind aber weitaus mehr, als ich brauche. Beep, 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 beep. So. Lass mal jucken. Sind ja zu Hause. Stehen ja vor der Haustür fast. Nur, wie gesagt, nur bei uns direkt ist kein Kalk. Ah, ja, rennt ihr mal hinterher. Habt eh gleich keine Lust mehr. Es laggt. Jetzt bitte nicht abstürzen. Kein Bock, nochmal Steine zu holen. Aber der beste, geilste Platz aller Zeiten für dieses scheiß Gewächshaus, glaube ich. Was, wo habe ich den denn auf einmal her? Habe ich schon die ganze Zeit einen Baumstamm mit mir rum? Ging ja nicht viel. Oh, ne, das tue ich mir jetzt nicht an. Strom haben wir auf jeden Fall genug. So, ich glaube, ich muss bald ein Tier schlachten, wenn es so weitergeht hier. Weil leid mir das tut. Ach, hier ist Plus drinne. Der ganze Grat, man spürt ihn förmlich. Passt gar nicht mehr rein. Scheiße. Eine Glasscheibe habe ich sogar schon. So, dann gucken wir. Dann produzier mal Glas, mein Freund. Oh, nicht so viel rumschleppen. So, ich gucke mir das Ganze an.
mach so lange Pause und hoffe, dass wir viele, viele Glasscheiben kriegen. Naja, ich habe mir gerade überlegt, vielleicht schläft man einfach mal eine Runde. Muss ein Tier töten. So leid mir das tut. Mutterschaf. Weiß aber nicht, dass das eine Mutter ist, eine werdende, oder? Dann, nee, ich kann es nicht töten. Ich weiß nicht, wer du bist. Es tut mir leid. Wir mussten das tun. Ja, du hast das gesehen, ich weiß. Tut mir so leid. Fleisch und Leder. Also, wir haben bis jetzt auch keine gezeugt. Hoffentlich jedenfalls nicht. Erstmal testen, bevor ich irgendwie einen Scheißbrühe brauche. Weil wenn wir schlafen, vergeht die Zeit ja schneller. Logisch. Und dementsprechend baut der auch schneller. Metallurologie, oder wie immer das heißt. Protein, Kohlenhydrate. Nimmt man zwar sehr wenig. Aber wir pulvern uns mal richtig voll. Jetzt aber raus. Wir lernen nicht mal kochen. Ein Schweinchen und wir sind einmal satt geworden. Oh Gott, wie viele Tiere soll man sich denn hier halten? Noch nicht gesund sein. Dann haben wir 0 Grad in den Hand. Komisch. Vielleicht war der Kühlschrank ja auf. Schwachsinn. So, uns geht's aber gut. Schlafen. Hätte 12 Stunden. Bis 7 Uhr morgens. So viel geht von den Kohlenhydraten und sogar auch gar nicht weg. Ich wollte es nur sicher haben. Das speichert schnell. Und das, was wir skillen. Hatten wir. Oh, dann hätten wir, haben wir natürlich beim Zugucken viel verpasst. Der ist immer noch beschäftigt. Alter, ist da noch gar nichts. An Scheiben. Und da muss ich aber auch lohnen, dieses blöde Gewächshaus dann, ne? Also wenn sich das nicht lohnt und diese ganze Arbeit für den Arsch. 21 von 30, okay, das sieht gut aus. 21 Scheiben waren das? Einmal diesen Kasten, ne? Und das Zuschauen beim Herstellen lohnt sich ja immer noch tatsächlich. Also wir brauchen nur noch 9 Scheiben. Das sollten wir tatsächlich. Ja, habe ich mich so mega verzählt, ne? Steine genug, Kalk genug, Lehm genug, auf jeden Fall. Was wir brauchen, war. Ich habe was im Kopf. Den müsste ich jetzt woanders hinfahren. Aber ich hab's vergessen. Naja. Metallurologie, wie das heißt, da wird da jetzt geskillt mit. Tag 40, Jahr 2. Ich hab eine Scheibe ver. Ja. Ein paar Scheiben verschlafen, sag ich mal. Hygiene müssen wir machen auf jeden Fall.
Naja, so skillt man halt. Eigentlich müsste ich da auch noch Fensterläden reinbauen, dann missachte ich die ganze Zeit. Ich glaube, das ist sauer auf mich da hinten. Das Schweinchen. Die Zacken hatten wir noch auf Ersatz, ey, krass. Brauche aber nichts gerade. Draußen ist 12 Grad Frühling. Der Schnee taut. Der Schnee taut. Ist das nicht schön? Da haben wir auch nur 1000 Teile von. Ach, Kacke, nee. Irgendwas wollte ich noch machen. Was Wichtiges. Brett weg, das kann hier rein. Also, die Fabrik läuft. Die Fabrik läuft auf Hochtouren. Ach ja, genau. Teile holen man das ja, ne? Diese kann ich zwar auch selber bauen. Kosten immer, ups, das habe ich glaube ich raufgeklickt, egal. Einfache Teile 3. Also wir brauchen 10. Wie viele war das? Bräuchten 40 Kupfer, 40 Eisen. Aber Kupfer ist schon wieder Mangelware. Teile muss man sich so holen. Wäre auch Blödsinn, sonst anders das zu machen. So zu bauen, wäre echt Schwachsinn. Aber hier skillen wir gerade auch, ne? Was in der Tasche gehabt. Oh, 4 Scheiben. Und wir haben diese Materialien echt, ich weiß auch wo, richtig viel. Aber meine Zeit ist jetzt leider um. Aber ich wäre froh, wenn wir heute noch das Glas reinkriegen, komplett. 5 Scheiben. Und dann holen wir in der nächsten Folge die 10 Werkzeugkästen, was ein Klacks ist. Endlich ist es warm. Endlich ist es wieder warm. Boah, das ist so geil. Fünf Scheiben, als sie gefehlt haben, ne? Dann warte ich jetzt die 5 Scheiben mit euch ab. So. Die 5. Scheibe ist in Produktion. Dann mache ich hier Scheibenproduktionsabbruch. Und habe auch schön zugeguckt und Metallurgie studiert sozusagen. Nur warten, bis sie auch endlich dann fertig ist. So, 5 Scheiben. Und ich habe eindeutig viel zu viel geholt. Viel, viel zu viel. Aber lieber zu viel als zu wenig, ne? Das sagt man immer so schön, ne? Gut. Dann haben wir hier noch ein paar Klümpchen. Damit mal ein bisschen Überblick entsteht. Ein bisschen Lehm. Steine. Also ein bisschen Kuddelmuddel, ne? Das macht das Spiel aber immer selber ganz gerne. Schickt sich den in meine Tasche. Könnten hier noch 1000 Gläser machen, ey. Das ist ja irre. Mit dir. Das können wir hier, wenn ich auf Glas gehe, machen wir nochmal einfach 9 Scheiben herstellen. Also da habe ich mich wohl ein bisschen verrechnet. Na, ich habe einfach sicherheitshalber mehr kalkuliert. Oh, der unendlich Brenndauer jetzt. Komisch. Na gut, es ist ja auch Frühling. Ist das nicht schön? Der Kackschnee ist weg. So. So, dann brauchen wir in der nächsten Folge nur noch losmarschieren. Einfach nur geradeaus. Da hinten hin. Zombies metzeln und diese 10 Werkzeugkästen holen. Ich auch ganz sicher nicht mehr zu Hause habe. Ich glaube, hier habe ich sogar welche rumfliegen. Irgendwo. Ein oder zwei, wenn überhaupt.
Nee, da haben wir schon aufgeräumt. Aber Salpeter bin ich noch hier. Was ist knapp? Hier sind nur Bücher drinne. Ja, genau, so habe ich keine mehr. Gut, jetzt sehen wir auch wieder Steine auf dem Boden liegen. Guck mal, wie viele das sind. Gottes Willen, ne? Okay, und dann entsteht da unser Gewächs, was meine Lieben. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.